Schönes Wetter heute, ein bisschen bewölkt, aber kein Regen. Und jetzt kriegen unsere Kunststühle noch den letzten Schliff hier. Es wird jetzt noch ein bisschen verspachtelt und dann wird es gestrichen. Naja, es war ja so ein Übungsding, da haben wir zum Teil ganz schöne Spalte, oder wie sagt man, Spalte drin. Aber die machen wir jetzt zu und dann wird es nochmal kurz abgeschmirgelt. Und dann wird es gestrichen. Die Farbe bin ich mir noch nicht sicher. Aber schauen wir mal. Ja, so schaut es aus in der Kokosnuss nach der Flut. Wir warten immer noch auf den Elektriker. Das ist von der Musik gestern, das kommt dann später weg. Da sind unsere Stühle. Die halten jetzt wohl eine Zeit lang wieder, denke ich mal, ziemlich massiv. Ziemlich massiv geworden. Und dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir das genau einrichten. Das ist jetzt natürlich alles ein wenig ins Hintertreffen geraten. Den Schrank, den haben wir jetzt auch gestärkt. Das schaut alles aus wie Holz. In Wirklichkeit ist es fast alles gepresste Papierkacke. Keine Ahnung, was die da nehmen, mit ein bisschen Furnier drauf. Also schlimm, das Material hier. Und hat alles mal einen Haufen Geld gekostet und ist im Prinzip alles Schrott, unglaublich. Da unten, ne? Das haben wir jetzt außenrum verstärkt. Ist immer noch feucht. Richtiger Schrott. Also man muss schon genau aufpassen, was man kauft. Also wenn ihr was kauft, kauft Holz. Weil alles andere, ja, ich hatte ja gedacht, es wäre 100% Holz. Aber das wird wahrscheinlich, ja, naja, das wird da bloß furniert sein. Schauen wir mal, ob das die nächste Flut aushält. Okay, so. Ja, es wird langsam, ne? Ab und zu muss ich ja immer mal hier durchlaufen, um zu sehen, was passiert ist, was noch passieren muss. Die ganzen Cushions müssen noch neu bezogen werden, aber das wird wohl an letzter Stelle dann kommen. Geht ja erstmal so mit dem Profi-Überzug, wie sagt man, nicht Profi, wie sagt man, naja, mir fällt das Wort nicht ein. Mit dem Überzug, der nicht auf Dauer ist, wie heißt das auf Deutsch? Da hinten müssen wir noch ein paar Sarongs kaufen. Ja, und dann wird sie überzogen. Aber ansonsten schaut es doch so ganz gut aus, glaube ich. Dann müssen wir uns noch dieser Palme annehmen, dass wir da noch irgendwie eine Basis finden. Weil die zerfällt auch da unten. Die ist ja ein paar Mal schon in der Flut gewesen. Aber ist eigentlich ein schönes Teil. Ja, meine alten Grizzly-Poster hier. Die Vergangenheit, 40 Jahre ist es jetzt bald her. Ja, alles ein Wahnsinn. 81, ja, über 40 Jahre. Hammer. Ja, so vergeht die Zeit. Da war mal der Billardtisch gestanden. Der steht da nicht mehr. Ja, okay. Kamala Harris wurde heute zum eventuellen Nachfolger von Biden ernannt, ist aber noch nicht sicher. Oder gestern schon war das, glaube ich, schon klar. Naja, heute geht es wahrscheinlich die Nachricht richtig um die Welt. Obwohl, das geht ja heute alles schnell. Ja, hier schaut es trocken aus. Hoffen wir, dass es so bleibt. Der Ingo war ja gestern zur Toxin-Massage und wie hast du dich gefühlt danach? Super, war alles in Ordnung. Und Max, hast du eine Verbesserung gemerkt so? Ja, Ja? alles leichter. 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 Es ist schade, dass du das nicht am Anfang, da hättest du es einmal drei, viermal machen lassen können. Ja. Na, wir haben ja jetzt ein neues Opfer, schauen wir mal. Aber er hat auch schon gemerkt, das Kopfweh war weg, ne? Danach. Spannung, ja. Ja? Also, und die macht es ja wirklich gut. Die ist bemüht, das merkt man, die hat Ahnung. Nein, eine Frau traut sich nur nicht. Naja. Ich habe so steifen Nacken, ich habe es ja. Ja, für die wäre das auch mal gut, wenn sie einen steifen Nacken hat. Die wollte nicht. Wir sind ja auch froh, wenn was steif ist, aber nicht der Nacken. Ne? In unserem Alter. Ich bin doch jünger wie du. Ja, du bist der Jünger. Ich bin ja der Älteste von allen. Ja, die trauen sich gar nicht mehr so reden wie wir früher. Wir haben alle schon ein wenig einen Klemmer. Naja, 10 Jahre jünger halt. Ne? Wir sitzen gerade hier schön am Strand. Der Steffen hat uns auch besucht hier. Ich komme jetzt mal mit der Kamera, dass wir das mal festhalten. Und wir haben mal gerade festgestellt, dass der Elon Musk mit Jesus gesprochen hat.
Ich meine, ich glaube das, weil ich spreche ja öfters mal mit ihm. Und ich besuche da auch immer mal wieder. Aber der meldet sich natürlich nicht an, der kommt einfach. Aber das ist auch wirklich interessant. Dem Elon muss es ähnlich gegangen sein. Ne? Also, das ist halt so, das sind so Sachen im Leben, die kann man einfach nicht beeinflussen, wenn sowas ist. Ja? Ich bin auch zum Thomas gekommen, aber das ist für die Geringschätzigkeit. Und dann haben wir ja noch, was haben wir noch? Ein Pferd haben wir da noch. Ein schönes Pferd. Ja, und die Kamala. Ich besuche dann später den Harris, gell? Hast du es verstanden? Den Kamala Harris besuche ich gleich. Wir haben ein Treffen dann, wir unterhalten uns über die neuen Sachen, die jetzt so passieren gerade. Über die Josie. Ja. Wie möchtest du deine Currywurst? Schön scharf. Das kennt er nicht. Wir haben nämlich gerade so einen Witz angeschaut von Didi Hallervorden. Da ging es um die Wurst. Das war auch lustig. Okay. Also viel Spaß. Was ist es? Der Wahnsinn tobt. Wie heißt es? Aber ich glaube, vor mir ist der Thomas dran, oder? Mit mir wird das noch lange nicht. Der Wahnsinn. Da gibt es irgendeinen Spruch. Wenn er mir einfällt, dann sag ich es. Fällt mir nicht mehr ein. Der Wahnsinn tobt. Okay. Na, irgendwie schon. Okay. Also. Bis dann. Bis später. Tschüss. Ein Trinken hat Terpentin, wenn es sein muss. Ha? Moped fahren kann man auch damit. Hast du schon weg? Ist schon weg, oder was? Ach so. Na, da kann ich dir auch nicht helfen. Wenn du das nicht schaffst, frag doch mal. Muss man das drehen? Nein. Can you open the bottle? Dann sieht man, dass du kein Handwerker bist. Gewusst wie, ne? Was hast du gemacht? Immer nur gedreht oder was? Ja. Naja. Hock dir noch hin dazu. So besser. Ja, das geht wunderbar weg. Naja, das geht gut weg, ich weiß es ja. Brauchst du vielleicht noch mehr Tissue, oder? Jetzt gleich ein Fußbad machen lassen. Na? Yes, continue. Yes, easy, you see. That's how you open a wine bottle. Ja, gut. No? So, ich glaube, den Wein hat der Markus mitgebracht. Gell? Ich habe es nämlich notiert. Wer es mitgebracht hat, ich glaube, der ist von Markus. Markus, den genießen wir heute, weil es ist Markus and, auf dem Planeten Omega 3 ist heute Weihnachten und da haben wir uns gedacht, wir trinken uns heute den Wein. Darling, what? Markus, schau mal her. Kannst du uns ja nochmal bestätigen? Markus, Marion, Uwe und Sandra. Dankeschön. Und denkt dran, ne? Der ist weg, wenn ihr wieder kommt. Also wir freuen uns auch auf die nächste Flasche. Primitivo. Because I ride Markus. What? Das ist doch okay. Ja. Naja. I like this one. Okay. So, da ist es ganz dunkel auf der einen Seite. Prost. Schock die. Schock die Ka. Bitte auch, laughing on us. It's a little bit sweet or not? Maybe because of the because chili. Because Markus gave it to me. Na, normal ist der nicht süß, Primitivo. Aber durch das Chili ist mein ganzer Geschmacksding da. Ja.
durcheinander gebracht. Ja, ich esse überhaupt nicht scharf. Na, no, gar nicht? Überhaupt. Darling, you have to... Only one. And I said, I know you can... I like spicy. Yeah, but not spicy, yeah. Only one chili. Deswegen hat man lange Fingernägel, da kriegt man nämlich das raus. Da, wir haben einen schönen Fisch, den habe ich ja gestern frisch gekauft von unserem, wie sagt man, von unserem Freediver, der das mit der Harpune immer fängt. Ja, ist doch lecker. Ein bisschen Nüsse dazu zum Fisch. Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus, ne? Abonniert unseren YouTube-Kanal, danke! Super! Give me five! Yeah!